Nicht jeder hat mit dem Problem zu kämpfen. Nicht jeder hat einen Kamin mit einem Schauglas. Ich bereue es auch, dass wir das genommen haben, weil man muss es eigentlich immer putzen. Aber Ruß kann nochmal überall hinkommen und ich habe auch länger gesucht. Und ja, man findet nicht immer was, um Ruß gut zu entfernen. Die einfachste Lösung, die ich gefunden habe, ist Wasser und Essig. Klingt jetzt blöd, aber es funktioniert. Ich spüre einfach das Glas von hinten an, damit überall ein bisschen von der Lösung drankommt. Soll nicht runterlaufen, weil sonst hat man dann wieder den Dreck am Boden. Ja. Und dann wische ich das einfach ab. Wie man schon sieht, der Ruß geht relativ gut weg. Natürlich muss man dann öfters auch das Tuch wechseln. Da sieht man schon, wenn der Essig weg ist, dann geht es nicht mehr gescheit. Dann spritze ich einfach nochmal ein bisschen Essig nach. 2-3%iger Essig reicht da vollkommen. Man muss jetzt nicht die normale Speise-Essigstärke von 5% haben. So. Ja, das sind die Tücher. So, mache ich die Seitenteile mal. Wo vom Fuß gereinigt ist, mit der Zeit sieht man schon, die werden auf jeden Fall sauberer. Auf diese Art und Weise kriegt man es relativ gut weg. Klar, man muss immer noch putzen. Es dauert seine Zeit, aber wenn man kein perfektes Ergebnis will, sondern man will nur mal durch wieder durchschauen können, das ist eigentlich schon ein brauchbares Ergebnis. Nun kaum was gebraucht. Solche Sprühfläschchen kriegt man bei Amazon für 1, 2 Euro. Gibt es in kleiner Fassung, in großer Fassung. Die reicht mindestens für 3 bis 4 Mal Ofen putzen. So, eine neue Rolle ziehbar. Aber an sich geht das Ganze hier relativ schnell. Für nicht mal 2 Minuten hinwischen, sind wir schon auf einem guten Weg. Jedem drüber gehen, geht erneut eine Menge Dreck runter. Irgendwann mal reicht mir das aber auch. Ich will es ja nicht davon essen. Ich will ja nur wieder durchschauen können, so ein bisschen wenigstens. Das Ganze noch ein bisschen trocken. Die letzten Ruhschlieren kriegt man runter, indem man nochmal trocken nachputzt. Und dann sieht das Ganze schon wieder so aus, dass man durchschauen kann. Jetzt erkennt man das Holzschatz, das drin liegt, auch wieder. Ja, also man sieht, mit einfachen Haushaltsmitteln reicht man oft mehr wie mit teuren Ruß irgendwie entfernen. Und da gibt es eine ganze Menge dieser Mittel. Essig eignet sich eigentlich für sehr vieles. Essigwasser, mit Wasser verdünnt. Oder auch ein bisschen mit Spiritus verdünnt, so Fenster putzen. So, dann sauge ich noch hier, falls doch was runtergefallen ist, das auf und sieht, es gibt hier auch teilweise Rußflecken, Rußschmiere. Die kann man dann genauso behandeln mit dem Essig. Das zeige ich euch gleich. Die jetzt grau aussehenden Fugen waren mal komplett schwarz. Auf die gleiche Art und Weise sauber gemacht. Ich mache das jetzt auch mal testweise. Da hinten ist nämlich ein bisschen verschmiert. So, von vorne wieder genauso.
Mal die Sachen hier beiseite. Die stören uns jetzt ein bisschen. Spritzt wieder die verdünnte Essiggläserung da drauf. Mal nur den hinteren Bereich, den man sieht. Hier sieht man auch nochmal total schwarze Fuge. Nehmen wieder Zieber. Ihr könnt auch einen Lappen nehmen. Aber danach habt ihr halt den Ruß, wenn ihr es waschen wollt, wieder in der Wäsche. Macht auch wenig Sinn. So, jetzt oberflächlich ist schon mal der ganze Ruß weg. Und jetzt kann ich diese Fuge hier mal extra einsprühen und die auch gesondert putzen. Also lege ich es ein bisschen zusammen, das Papier, damit ich in die Fugen reinkomme. Da sieht man schon, dass Dreck rausgeht aus den Fugen. Das war schon. Insgesamt bin ich mit dem Ergebnis zufrieden. Gedauert hat 5 Minuten. Tja, super eigentlich.